Ich dachte zuerst, sie mische sich zu sehr in die Politik ein. Dabei tat sie es zu wenig. Unser Gespräch war einzigartig. Trotz all meiner Bemühungen gab sie den Ton an. Anstatt ihr eine Krone zu nehmen, mochte man versucht sein, ihr eine zu Füßen zu legen. Wir waren zwar nicht reich, aber unser Vater hatte gute Verbindungen. Nun sollten Friederike und ich die preußischen Prinzen näher kennenlernen. Ludwig und seinen älteren Bruder, Kronprinz Friedrich Wilhelm. Darf ich bitten? Ja, ich liebe es zu tanzen. Sie auch? Ja. Ich war 17, Friedrich Wilhelm 22. Und ich hatte schon gehört, dass er etwas schüchtern war und ein bisschen steif. Irgendwie gefiel er mir, auch wenn er kaum ein Wort herausbrachte und sich etwas schwer tat beim Tanzen. Aber wenn er etwas sagte, meinte er es ehrlich. Das spürte ich. Wenig später machte er mir einen Antrag. Meine Schwester Friederike fand auch ihren Bräutigam, Prinz Ludwig. Auf ging es zur Doppelhochzeit nach Berlin. Wir waren so gespannt auf die Stadt, auf die Schlösser, auf die Menschen. Schon auf dem Weg fragten wir uns, wie wir wohl empfangen werden. Danke. Und dann dieser Jubel, diese Freude. So viele Menschen, Friederike, und die kommen alle nur wegen uns. Ich wusste gar nicht, dass die Preußen so fröhlich sein können. Kommt denn aus, die Damen. Und das war meine künftige Oberhofmeisterin, Gräfin Voss. Sie diente schon lange am preußischen Hof und sollte auf mich aufpassen. Hallo. Guck mal, das ist das Brandenburger Tor. All diese Menschen warteten auf uns, als hätten sie noch nie eine Prinzessin gesehen. Später wurde mir klar, dass die preußischen Herrscher ihre Frauen lieber versteckten, als sie öffentlich zu zeigen. Das sollte jetzt anders werden. Erlauben wir uns untertänigst, Ihre königlichen Hoheit diese Verse zu überreichen. Ich danke. Was? Die Etikette. Was ist mit der Etikette? Bitte halten Sie Abstand. Aber warum?
Wenn wir unsere Unabhängigkeit bewahren wollten, brauchten wir Unterstützung. Hilfe von Verbündeten, die es gut mit uns meinten. Für mich gab es nur einen, der uns beistehen konnte, wenn es ernst wurde. Friedrich Wilhelm wollte erst nicht, dass er kommt, aber ich wollte es. Er war so ein prächtiger Mensch. Endlich würden wir uns wiedersehen. Wir hatten uns viele Briefe geschrieben. Alexander Pavlovich Romanow, der russische Zar. Wie lange ist es her, dass wir uns nicht mehr gesehen haben? Die Erinnerungen an unser erstes Treffen ließen mich nicht los. Ich habe jeden Ihrer Briefe mehrmals gelesen. Auch ich habe viel an Sie gedacht, Luise. Ja. Kompliment, Majestät. Vielen Dank. Was auch immer Sie tun, es wirkt anmutig und entschlossen. Haben Sie gespürt, wie die Menschen in Preußen Sie verehren? So viele sind gekommen, nur um Sie zu sehen. Aber doch nicht nur wegen mir. Aber jetzt werde ich Sie erst einmal schlagen. Mit größtem Vergnügen. Wie gut, dass Sie da sind, mein Freund. Helfen Sie mir, die Königin bringt mich sonst in Bedrängnis. Ich will Sie nicht enttäuschen. Majestät, lassen Sie mich ohne Umschweife zum Wesentlichen kommen. Wir sind Freunde und sollten, wenn es ernst wird, auch auf dem Schlachtfeld zueinander stehen. Ich kann Ihnen nur raten, schließen Sie ein Bündnis mit Russland gegen Frankreich. Ihr Angebot ehrt mich. Doch Preußens Neutralität hat sich alles in allem bewährt. Man muss Bonaparte Paroli bieten, und zwar jetzt. Ich kann und darf Napoleon nicht provozieren. Gemeinsam können wir ihn aufhalten. Wir dürfen nicht länger warten. Die Zeit arbeitet für ihn, wir müssen handeln. Auf einen Krieg ist Preußen nicht vorbereitet. Früher oder später wird der Krieg gegen sie führen. Stellen Sie sich auf unsere Seite, gemeinsam mit Österreich. Vereint werden wir diesen Parvenu schlagen. Es fiel mir so schwer, mich nicht einzumischen. Verstand Friedrich Wilhelm denn nicht, wie günstig der Moment war? Immerhin, mein Mann erklärte sich bereit, Napoleon ein Ultimatum zu stellen und zwischen den Gegnern zu vermitteln. Sollte der Plan scheitern, werde Preußen an der Seite Russlands stehen. Doch wieder war Napoleon schneller. Noch ehe wir etwas tun konnten, kam es zu einer fürchterlichen Schlacht im Dezember 1805 bei Austerlitz. Russland und Österreich wurden geschlagen. Es war wie ein Fluch. Friedrich Wilhelm war gezwungen, sich mit Frankreich zu arrangieren. Doch die Demütigungen nahmen kein Ende und viele Preußen hatten davon längst genug. Sie besetzen unsere Städte. Sie brechen jedes Abkommen und sie marschieren durch unsere Gebiete, wie es ihnen gefällt. Friedrich! Du musst dich Napoleon entgegenstellen. Ich verhandle mit ihm. Je nachgiebiger du bist, desto mehr spottet er über uns. Er nimmt sich, was er will. Er tut einfach, was er will. Er hat Russland und Österreich besiegt. Du weißt, was das bedeutet. Wir haben nicht die Mittel, die Dinge bis auf die Spitze zu treiben, ohne dass noch Schlimmeres geschieht. Schlimmeres? Das steht uns doch längst bevor. Luise, wir sind die Hände gebunden. Friedrich? Dir fehlt Selbstvertrauen. Gewalt gegen Gewalt, das ist das Einzige, was hilft. Es dauerte nicht mehr lange, bis auch Friedrich Wilhelm keinen Ausweg mehr sah und die Mobilmachung befahl.
Hohe preußische Militärs und Minister drängten ihn zum Handeln. Mir wurde ehrenhalber ein Dragonerregiment zugeteilt. Ich war stolz auf meine Uniform. Haben Sie gesehen, wie treu unsere Soldaten zu mir und dem König stehen? Und wie beseelt sie sind von dem Gedanken, für ihr Vaterland in den Krieg zu ziehen? Und wie prachtvoll sie aussehen in ihren Uniformen? Das tun sie. Wir müssen Napoleon und seine Armeen hinter den Rhein zurückwerfen. Sonst nimmt der Spuk nie ein Ende. Gewiss. Was denn los, Gräfin? Freuen Sie sich denn gar nicht? Doch schon. Aber sind Sie sicher, dass Sie unsere Armee wirklich begleiten wollen? Aber doch nicht bis an die vordersten Linien. Waren Sie schon mal auf einem Schlachtfeld? Gott bewahre. Aber ich habe viele Frauen und ihre gefallenen Männer und Söhne weinen sehen. Ich hoffe, unsere Armee ist auch wirklich stark genug, um Napoleon zu bezwingen. Denken Sie, ich mache mir keine Sorgen. Zu klein. Es war doch Napoleon, der uns den Krieg aufgezwungen hat. Wir haben keine Wahl. Manchmal muss man eben Krieg führen, wenn man Frieden möchte. Es wird schon gut gehen. Es sieht doch tatsächlich danach aus, als ob die Preußen gegen uns kämpfen würden. Allein der Gedanke daran ist lächerlich. Siehe, es heißt, die Königin von Preußen sei ganz und gar vernarrt in ihr eigenes Regiment. Und dann sollte sie sich lieber um ihren Nachwuchs kümmern. Nein. Meine Sorge galt unserem Land und seinen Söhnen, die in den Krieg zogen gegen Napoleon. Ich ahnte nicht, in welcher Gefahr ich schwebte. Schon die Franzosen, sagt man. Es gibt doch einen Weg. Gott beschütze euch. Da lang. Höher. Was danach auf den Schlachtfeldern bei Jena und Auerstedt geschah, erfuhr ich erst Tage später. Fast 35.000 Menschen starben auf beiden Seiten oder wurden verwundet. Myra, unser nächstes Ziel heißt Berlin. Unsere einst so siegreiche Armee wurde im Oktober 1806 vernichtet.